Ich habe schon immer gemerkt, dass ich nicht in dieses Leben passe, in diese Programme passe. Und egal, ob das Kindergarten, Schule, Arbeit, was auch immer das war, hat mir immer das Zeichen gegeben, ich gehöre hier nicht her. Das ist nicht meine Welt, das bin ich nicht. Das passt nicht zu mir und das ist nicht das, was mein Herz will oder. Jedes Mal wurde es mir schwer gemacht. Ich bin in der Schule, wurde gemobbt oder sonst irgendwas, weil ich anders bin und nicht so wie die anderen laufe, ticke, rede, was weiß ich, war einfach anders. Und so, und das ist, wie du merkst, wie du ein Chosen One auf jeden Fall bist. Du machst dein eigenes Ding. Du lebst dein eigenes Leben. Du bist schon im jungen Alter komplett selbstständig. Du machst komplett dein eigenes Ding. So. Du brauchst niemanden. Du guckst nicht die ganze Zeit fern oder sonst irgendwas. Ich habe auch als Kind, bis ich weiß nicht, 12, 13, 14, 15 war, nee, mit 15 eigentlich nicht mehr. 12, 13 habe ich aufgehört, fernzusehen. Also diese Programme, ich sage extra Programme, deswegen diese Programme mir reinzuziehen. Ich habe aufgehört damit, habe dann Netflix geguckt oder gezockt oder sonst irgendwas, habe alles andere gemacht, auch kein Radio gehört oder sonst was wie jeder andere. Und bin auch nicht den Schulprogrammen gefolgt. Die haben zu mir gesagt, ich muss lernen, ich muss dies, ich muss das. Ich habe mir gedacht, Alter, ich bin jetzt schon 8 Stunden oder 6 Stunden hier, hör mir deinen scheiß Vortrag an. Ich kann mir die Dinge auch merken. Ich muss das nicht 100.000 Mal wiederholen, um denselben Scheiß, den ich später eh nicht mehr brauche. Das war halt schon immer mein Denken. Denselben Scheiß, den ich später eh nicht mehr brauche, weil es sinnlos ist, muss ich mir nicht jetzt damit die Zeit verschwenden und mir das reinziehen. Da habe ich lieber andere Dinge getan, bin raus mit Freunden gegangen oder keine Ahnung, mich selbst beschäftigt mit irgendeinem anderen Scheiß, außer zu lernen. Und die Leute haben sich mal gefragt, wie kann der das? Schreibt Fünfer, Sechser und trotzdem kommt er immer durch. Ja, weil ich fucking smart bin. Ich bin faul, aber ich bin smart. Ich weiß ganz genau, was ich erreichen kann. Ich weiß ganz genau, wo meine Limitationen sind. Ich kenne mich. Ich kenne mich und ich habe mich schon im jungen Alter kennengelernt und habe schon im jungen Alter gemerkt, irgendwas ist anders an mir. An mir ist irgendwas Besonderes und ich wusste nie mehr, was das war. Aber mittlerweile, man wird älter, man begreift einiges mehr, dass man so viele Gifts, so viele Dinge in sich trägt, dass man so viele Potenzialen hat, dass man so viel Potenzial in sich hat. Und viele wollen das gar nicht wahrhaben, viele können das gar nicht erkennen in sich selbst oder sonst irgendwas oder fragen sich das niemals. Ich war schon immer jemand, ich habe höhere Fragen gestellt, ich habe höhere Visionen gehabt, ich habe höhere Träume gehabt. Mein Traum war es nie, irgendwie mein Leben lang in einer Fabrik zu arbeiten oder irgendwo in einem Konzern zu arbeiten. Und meine Zeit dazu verschwenden, das war nie mein Traum. Ich habe schon immer größer geträumt. Ich habe schon als Kind gesagt, ich will Erfinder werden oder sonst irgendwas, nur um anders zu sein, nur um etwas anderes, weil jeder gesagt hat, was willst du werden? Die haben durch die Reihe gefragt, was willst du werden? Der eine Feuerwehrmann, Polizist, dies, das, jenes. Ich sitze da mit meinen 6 Jahren und hau einfach raus, Erfinder. Ich wusste schon immer, ich bin anders. Ich habe diese Serien geguckt als kleines Kind, wo da diese Labortests gemacht wurden und was weiß ich. Und das hat mit mir resoniert, einfach so zu sehen, dass man etwas erschaffen kann, dass man etwas erreichen kann, wenn man die richtigen Utensilien hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil im Leben ist alles als Alchemist, wenn du ein Alchemist bist, dann brauchst du nur die richtigen Tools und alles wird was. Egal, was du anfasst, du musst nur wissen, okay, das geht so, 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 so. Alles klar, bam. Und schon wird die Sache. Und wir sind Alchemisten. Wir Chosen Ones sind Alchemisten. Wir können alles erreichen, was wir wollen. Deswegen glaub an dich. Scheiß auf diese Jobs, scheiß auf diese Limitationen, scheiß auf diese Programme, scheiß auf die Schule, scheiß auf alles. Mach dein eigenes Ding. Wenn du durchziehen musst, wenn du noch gerade jung bist, keine Ahnung, 18, 19, 17, 16, 15, wie auch immer, geh weiterhin zur Schule, dass deine Eltern ruhig sind, zieh dein Ding durch, aber du musst nicht dran glauben. Glaub an dich selbst. Wisse immer, dass du mehr erreichen kannst als ein Job oder als eine, was weiß ich, was das gerade für eine Limitation ist. Du kannst so vieles mehr erreichen. Du brauchst diese ganze Scheiße nicht. Und wenn du merkst, du bist auf der Arbeit und dich fuckt's ab,
dann kündige oder lass dich kündigen oder tu Dinge, dass sie dich kündigen oder was weiß ich, mach Krankenschein, mach alles, dass du dein Peace wiederfindest, dass du deinen Frieden wiederfindest, weil nichts ist wichtiger als dein eigener Frieden. Scheiß auf Geld, scheiß auf Beziehungen, scheiß auf Freundschaft, scheiß auf alles, was dir nicht gut tut. Bewahre immer deinen Frieden. Dein Frieden ist wichtiger als alles Geld der Welt, als jeder Job, als jedes, ich muss sagen, als jedes Kind, egal was dir auf die, was dich auf die Palme bringt. Nichts ist wichtiger als dein Peace. Also lass dir von keinem vorschreiben, was gut für dich ist. Du weißt es selbst. Folge deiner eigenen Bestimmung. Scheiß drauf auf diese ganzen Coaches, die dann, und 10 Schritte zum Erfolg und was weiß ich. Mach deine eigenen Schritte zum Erfolg, indem du dich selbst erfolgreich machst. Ich war auch jung und naiv und bin Leuten gefolgt, denen ich nicht folgen sollte oder sonst irgendwas. Oder man macht Dinge, die nicht so viel Sinn ergeben. Aber das ist alles okay, solange du immer in deiner Spur bleibst und trotzdem deiner Vision folgst, ist alles gut. Aber solange du noch keine Vision hast, finde sie. Finde sie, finde den Weg. Tu Dinge. Sei nicht faul, tu Dinge, tu andere Dinge, die andere Menschen vielleicht nicht tun. Fang einen neuen Sport an. Reis in ein anderes Land oder was weiß ich. Guck dir neue Dinge an. Mach einfach neue Erfahrungen und bleib nicht stehen. Peace.